Willkommen zurück bei Descent an einer sehr schönen Stelle. Ihr seht direkt, was ich meine. Direkt in einem Spawnerpunkt. Das war haarscharf. Die Grünen hätte ich schon viel früher erwartet. Lalalala. Aber ich meine, Raketen sind eh das Schlimmste. Sollte ich echt so kämpfen? Ach, sind das diese Typen, die diese riesige Explosionswelle haben? Das läuft nicht so toll. Ich will auch nicht zu viel Energie verbrauchen. Ich habe noch kein Energiecenter gefunden. Ja, sie sind es. Wie viel Schild? Ich habe noch 113, komm. Wir wollen es jetzt nicht übertreiben im Laden, wo ich schon so weit bin jetzt. Das war nur der Flash, gut. Wir lassen das jetzt mal so. Es ist nicht total in die Hose gegangen. Noch ein paar Raketen mitnehmen. Dich sehe ich doch von 1000 Kilometern Entfernung mit meiner Weitsichtbrille. Erinnert mich so an so ein tolles Kanalisationssystem in Mitteleuropa. Zack. Okay, der Spawner, der wird uns noch zu denken geben. Im ganzen Level bisher noch kein Energiecenter gefunden. Der gelbe Schlüssel fehlt jetzt noch. Ich habe da gerade, Moment, was verpasst erstmal. Ich weiß nicht, ob ich da hin will oder erstmal. Ich kümmere mich lieber erstmal um den Spawner. Jetzt geht der gerade nicht an. Ich nehme noch das Shield mit. Und noch ein paar Guided. Die werden irgendwann sehr notwendig werden. Das ist immer der Fall. Gut, wie kann ich euch... Soll ich da ein paar Bomben hinlegen? Ich probiere es erstmal so. Oder wäre es sinnvoller, erstmal das Energiecenter zu suchen? Na, ich muss durch die Tür wahrscheinlich. Da ist immer der Sensor eingebaut, oder meistens. So bei der Schwelle einer Tür. Dann geht's los. Zwei Spawner nebeneinander, das ist richtig unangenehm. Der hat sich da jetzt hinten versteckt. Und noch einer hat sich versteckt. Sind schon zwei von der Sorte. Okay, der will direkt kämpfen. Jetzt kommen die anderen noch hinterher. Ich will es einfach mal ein bisschen versuchen. Versuch macht klug und vielleicht lernt man was daraus. Der nervt. Der macht mir hier am meisten Schaden, der Kleine erwischt. Lalalala, hallo. Die Kleinen sind eh die gefährlichsten. Die unterschätzt man so leicht. Gut, hier machen wir neuen Stand. Einmal wird er wohl noch ausgelöst werden. Hm? Steht zu befürchten. Immerhin ein bisschen Shield noch bekommen. Also hat sich schon nicht ganz ungelohnt. Also ihr wisst, was ich damit sagen will. Es war schon ganz in Ordnung. Aber es flackert wieder. Das ist das Nervige. Gut, ich gucke jetzt einmal kurz. Konkursion. Raketen. Ich will noch gucken, ob der nochmal losgeht. Ich befürchte. Dann will ich zumindest die ersten beiden in Empfang nehmen mit ein paar. Die kommen ja immer direkt hier raus. Komischerweise. Wie konnte ich die anderen auswählen? Ich nehme einfach die hier. Geht ja auch. Geil, gut gemacht. Das war großartig. Genauso macht man das. Kuh. Nee, Kuh war drehen. Es gibt so viele Tasten zur Steuerung in diesem Spiel. Das ist nicht in Worte zu fassen. Das sieht doch gut aus. Wieso passiert das denn? Beim anderen passiert es doch auch nicht. Das ergibt gar keinen Sinn. So, jetzt aber. Nicht nebeneinander, sondern hintereinander. Dann klappt's auch mit den Nachbarn. Auch mit Nachbar Zorngiebel. Wer kennt ihn noch? Na also, kann ich schon mal ein bisschen hinkommen. Rechts ist jetzt wichtiger. Und speichern wir mal zwischendurch. Wir riskieren es einfach. Ugh. Natürlich trifft er mich direkt. Ich versuche immer so ein bisschen nicht ganz so viel zu laden. Das ist jetzt nicht ganz die Wahrheit, aber... Also ich versuche es schon, aber es klappt nicht, sagen wir es so.
Mal gucken, ob wir das irgendwie ein bisschen verbessern können, diese Bilanz. So. Lalalala. Immerhin, das Ausweichen klappt doch gar nicht so schlecht. Ach, du bist noch da. Ansonsten ist es gerade sehr dunkel geworden da hinten. Was die Hoffnung aufkeimen lässt, dass der Spawner inzwischen ausgebrannt ist. Und ich glaube, diese Vermutung bestätigt sich hiermit. Endlich. 4-7. Lalalala, da ist noch jemand übrig geblieben. Dich wollen wir nicht vergessen. Da auch noch. Da noch! Lululu. Boah, der hat sich gut versteckt. Wenn da jetzt wieder so ein paar Kiddies rausgekommen wären, dann hätten mich richtig aufgeregt. War das mal ein Ventilator? Erinnert mich fast an den aus Level 1 in Descent 1. Lang, langes Zeh. Muss man nicht mehr wissen. Das sind historische Erinnerungen. Aha, das sieht schon wieder so verdächtig aus. Ich hole mir erstmal drüben noch. Energie geht ja langsam zur Neige. Flacker, flacker, flacker. Naja. Aber ansonsten ist das Level ja vom Flackern her an sich schon besser geworden, gesamt gesehen. Aber es ist ja auch erst ungefähr die Hälfte um. Normalerweise, der gelbe Schlüssel steht uns kurz bevor. Was ist das für eine riesige Map plötzlich? Naja, okay, so groß ist er nicht. Muss ich hier irgendwie... Naja, aus Prinzip mache ich hier einen Marker hin. Einfach weil es mich nervt, dass man hier die Türen nicht generell einfach aufhalten kann. Immer wieder. Warum ist das denn so schwer? Kommt noch eins, noch eins. Wer, wo und wieso? Dich habe ich nicht eingeladen. Wo kam der denn jetzt her? Darf ich da kurz mal? Nicht die Plasma-Kanone. F3. Nein, F4. 2. So viele Tasten. Natürlich, es war so klar. Wie kann man das besser machen? 22. Danke, es ist offen. Gut, jetzt müssen wir Acht geben. Obacht geben. In Hab-8-Stellung. Wo ist der hergekommen? Der muss doch von irgendwo her. Von hinten, okay. Hat sich da eine Geheimtür geöffnet hier unten irgendwie? Kann ich mir nicht vorstellen. Irgendwo hier. Hm. Wo sind Sie, Herr Roboter? Wollen Sie jetzt doch nicht Kuchen mit mir schnabulieren? Hallo. Und dann wieder zurück. Und dann ist er plötzlich da, hä? Da, ich höre ihn, ich höre ihn, ich höre ihn. Weh, er kommt von hinten jetzt. Da ist der Geheimgang. Interessant. Was haben wir hier? Nothing. Das ist ein bisschen schade. Da machen die schon so eine geile Falle. Na geil. Aber so eine versteckte solche. Und dann gibt es da keine Belohnung, wenn man den killt. Nicht mal irgendwie Shield hat er fallen lassen. Gar nichts. Der war völlig für die Katz. Genauso wie Krieg. Da freuen sich auch nur die Katzen hinterher. Weil alle Leute was zur Aufmunterung brauchen und dann die ganzen Katzen streicheln. Das ist der einzige Grund für Krieg. Die Katzenverkäufer sind schuld. Die haben das alles einkalkuliert. Will ich wieder aufmachen. Komm, jetzt beim ersten Mal bitte. Mein Lieblingsfeind, die Türen. Vor allem, weil man in der Zwischenzeit nicht auf die Umgebung achten kann. Oder sagen wir so, ich kann es nicht. Speichern, speichern, speichern. Aha. Da sind mal wieder Walls. Und der gelbe Schlüssel. Aha. Ich weiß nicht, ob ich mich an diese Gegner gewöhnen kann. Ich werde immer sagen, oh, kenne ich euch schon. Die sind jetzt nicht besonders gut. Kann ich irgendwie auch anders dahin? Warum hat es eigentlich so eine riesige Ebene gebraucht? Nur um so einen kleinen Schlüssel zu... Ja, das war eigentlich auch klar. Die Ideen werden ja nicht neuer. Kann ich
auch irgendwie anders es machen? Hallo. Geil. Okay, ich würde fast sagen, den muss ich von der anderen Seite aus erwischen. Immer noch kein Energiecenter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das übersehen hätte. Das ist einfach so positioniert, dass man das nicht gleich finden darf. Eine Smart Missile. Wollen die mir was damit sagen, dass die mir die so einfach hier hinlegen? Achtung, Falle. Oder gleich Boss. Level 4 bin ich. Kann es sein, dass gleich ein Boss kommt in diesem Level? Das kann ja auch passieren. Ich weiß gar nicht, ob es hier Bosse gibt. Da bin ich ganz ehrlich. Am Ende würde ich einen vermuten, aber in den Leveln. Wann geht das auf? Jetzt. Ich will mich hierhin verkrümmeln. Da hätte ich, glaube ich, gar nicht außen rumfliegen müssen. Jetzt kommt er gar nicht mehr zu mir, oder was? Hallo. Ah! Das zieht in den Motor rein. Das ist nicht schön. Moment, wieso geht's jetzt nicht auf? War es nicht gerade auf? Oder habe ich jetzt nicht Doch. Hä? Okay, ich muss erstmal da durchfliegen, glaube ich. Dann wird es schon aufgehen. Genau jetzt. Dann speichern wir hier nochmal und dann können wir den einfach umbringen. Der soll uns jetzt nicht zu lange aufhalten. Das ist jetzt nicht das Kaliber, vor dem ich mich fürchte. Da gibt es ganz andere. So. Auch nichts. Das war irgendwie zu erwarten. Sehr frustrierend. Und jetzt müssen wir uns frontal um unsere Freunde kümmern. Ich mache hier auch nochmal auf, dann kann ich da klasse durchfliegen. Das ist mir egal, die müssen nicht irgendwie richtig sein. Immerhin bleibt's auf. Gut, ich könnte Guidance einsetzen. Flash. Bringt die Flash was? Schießen die jetzt nicht mehr? Ich weiß nicht mal, ob ich treffe. Vielleicht sollte ich einfach auf den Schalter zielen. Und dann kann ich das viel einfacher machen. Dafür eine Guided wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, die beschützen den Schalter. Das ist das doofe Problem. Hä? Musik? Hallo? Ich mag das Lied sehr. Kam gerade überraschend, aber ich höre auch nicht so gut gerade. Ich glaube, mein Trommelfell ist geplatzt. Ich habe ihn voll erwischt, den... habe ich das richtig... Ja, richtig. Okay, nehmen wir einfach eine Guided. Ich habe die Faxen dicke gerade. So, wehe, das funktioniert nicht. Geht ihr da weg? Jetzt ist hier mal Ruhe. Dann sehe ich auch was. Also, diese Laserzäune sind vielleicht gefährlicher, als man denkt. Also, behindernder. Voll behindert. Behindert. So. Nebenbei ein bisschen kratzen und uns die Sachlage überdenken und beobachten, betrachten. Dann sondieren wir hier ein bisschen den Raum durch. Und dann stellen wir fest, hier gibt es nichts weiter. Das ist ein sehr spartanisches Level. Nicht mal ein Energiecenter können sie sich leisten. Warum gibt es hier nichts weiter? Irgendwo muss auch das Secret Level mal sein. Ich würde es eigentlich gerne finden, ohne nachzugucken. Aber ich kann es nicht versprechen. Oh, jetzt habe ich... Steuerung schießt. Da war was. Wer spielt denn mit Steuerung? Ich muss immer auf Y drücken, das ist ja fast nah an Steuerung. Y bedeutet nach unten. W nach vorne. E, Afterburner. Wollte ich jetzt nicht einsetzen. Nur mal so, um das zu sagen. We are with you, ja gut. Dann die hier. Es gibt so viele Tasten. Gut, wir haben gelben Schlüssel und wollen jetzt die gelbe Tür. Logisch, ne? Gelbe Tür, vielleicht gelb. Oh, hallo. Wieso schieße ich nicht einfach? Ich will sofort laden, weil ich so überrascht war.
dumm von mir, aber ich habe ja gerade gespeichert, also alles gut. Ich weiß gar nicht, wo der überhaupt herkommt. Warum gibt es den plötzlich? Wieso darf der existieren? Ich sehe ihn kaum. Wir speichern mal. Noch 40 Energy. Ist da jetzt auch noch einer gekommen aus dem Nichts? Nope. Wo willst du mich hinführen? Der sagt irgendwie nichts, aber der wird schon wissen, was das nächste Ziel sein dürfte. War ich hier eigentlich jetzt schon richtig drin? Nein, war ich noch gar nicht. Aber da ist nur ein kleiner Rundgang. Mit irgendeinem Leckerli, nehme ich an. Oh, ein sehr... Ein Zief. Freude währt kurz in diesem Spiel. Die ist nur verbunden mit... Niederlagen. Wo war er denn? Ich habe nicht mal gesehen. Der kommt immer da, wo ich gerade bin, oder wie? Das ist auch witzig. Der muss doch irgendwo herkommen. Da. Dann, wenn er irgendwo rauskommt. Wo kommt der her? Ist der einfach plötzlich da oder kommt er irgendwo raus? Aha, der ist plötzlich da, wie mir scheint. Aber er geht hier auch nicht weg. Denke ich mir. Gut, ich werde auf jeden Fall nur Laser einsetzen, weil hier direkt ein Energiecenter ist, würde ich sagen. Okay, der verfolgt mich jetzt wahrscheinlich. Ich muss schneller sein als er. Aha. Er hat mir nichts gestohlen. Jetzt haut der ab, der Hund. No. Hätte ich jetzt die Türen besser offen gelassen. Wie ich ihn einfach nicht treffe. Weil meine Schüsse zu langsam sind. Aber das Schöne ist, er kann nicht schießen. Das ist das Gute. Aber er ist megamäßig schnell. Aber ausnahmsweise muss ich ihn mal jagen. Kommt er nicht dann hierher? Das will ich jetzt einfach mal ausnutzen bei der Tür. Den will ich jetzt noch umbringen für dieses Video. Das ist mein Ziel. Dann habe ich hier auch noch den gelben Schlüssel gefunden. Und das Energiecenter. Das ist doch, würde ich mal sagen... Kam der von selber? Ich glaube schon. Da kam er. Gut, wir müssen kurz mal laden. Der wird schon kommen, glaube ich. Muss ich dann so nah ran? Ich weiß es gar nicht mehr. Komm, put, put, put. Put, 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 put. Ihr reguläres Verb. Keine Steigerungsform. Oder es steigert sich selber. In sich geschlossen. Muss ich den jagen, wirklich? Es gibt doch nichts Schöneres, als einen Thief zu jagen. Ich glaube, man hört mir meine Freude direkt raus. Ob diese Angelegenheit. Ha, erwischt. Wieso ist er nicht durch die Tür gekommen? Der ist sehr aufgeregt, habe ich das Gefühl. Der schafft sich mal mehr durch eine Tür. Oh, so schnell habe ich noch nie einen Thief getötet, glaube ich. Ein Dieb. Okay, ich sollte vielleicht erstmal aufladen. Da ist noch. Wo war jetzt das Energiecenter? Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Ach, da ist das. Komme ich da kurz noch vorbei? Alles gut. Naja, so wichtig ist das jetzt, glaube ich, auch nicht. Eher kurz vorm Exit wäre das von Bedeutung, aber... Wenn wir schon die Möglichkeit haben, machen wir das mal. 152 Shield, auch ungewöhnlich. Ich glaube, so langsam merkt man, ich habe ins Spiel zurückgefunden. Und da ich an sich in Zane gewohnt war, zeige ich jedoch gewisse Abhärtungen. Ich will es nicht können nennen, aber eine gewisse Raffiniertheit, eine Raffinesse, die seinesgleichen sucht. Gut, jetzt mal wieder ernst. Jetzt wollen wir die Welt erobern. Ich meine, beschützen, retten. Ist ja fast dasselbe, ne? Wo willst du hin, Junge? Willst du mir zeigen, wo es lang geht, oder willst du nur rumspacken? Gut, der geht weiter.
Ich habe gelbe Schlüssel, gelbe Tür. Die ist ganz da hinten. Wollen wir wirklich jetzt dahin? Naja, ich folge dir mal. Hoch. So. Ach ja, hier gab es doch irgendwie sowas, ne? So eine Abzweigung. War ja nicht noch eine gelbe Tür gewesen? Ja, recht am Anfang war die da. Gut, hier ist dann die rote. Da können wir dann ganz viel später hin. Okay, Moment. Ich will kurz gucken, ob ich einen Konverter habe. Ich glaube nicht. Ich drücke auf K oder C. Ich meine, das wäre es gewesen. Dann habe ich wohl keinen. Kann ich das nicht irgendwie nachgucken? Der ist halt weder eine primäre noch eine sekundäre Waffe. Genau wie der Afterburner. Ich glaube, das muss man einfach einsetzen, um zu sehen, ob man es hat. Und das habe ich gerade versucht. Was? Was sollte das jetzt? Wolltest du mich gerade in die Irre führen? Idiot. Gut, egal. Wir sind soweit ganz gut vorangekommen. 9 Stände erstellt. Oh, 9! Der Fehler passiert alle Jubeljahre mal wieder. Weil ich mir die 1 sparen wollte. Eine 0 dranhängen. Gut, beim nächsten Mal. Gelbe Tür, roter Schlüssel, Boss, Ende. Bis dahin. Ciao, ciao.